Kuratorin der Informatiksammlung, die Frau Dahlke. Die erzählt uns jetzt etwas über ihr Fachgebiet Kryptologie in der Informatik. Hallo. Hallo. Ja, fangen wir an mit der Antike. Also, in der Antike wurde schon verschlüsselt. Es ist aber nicht ganz sicher, ob sich das erste Verschlüsselungsgerät, ob es sich darum handelt oder nicht. Das ist ein Stab in einem bestimmten Durchmesser. Und angeblich haben die Spartaner damit verschlüsselt. Und zwar hatten sie ihre Nachrichten auf ein Band geschrieben. Und wenn man dieses Band um einen Stab des richtigen Durchmessers wickelt, dann können wir hier die Nachricht entschlüsseln. Ah. Ja. Hier, also jetzt kann man theoretisch die Nachricht lesen. Das steht jetzt hier, Bote gesunken mai, was heißt das? Mae, also Männer. Männer. Hungrig mit unserer. Unserer. Weisheit. Heit. Am Ende. Am Ende? Ach, wir sind mit unserer Weisheit am Ende. Ah, okay. Mhm. Okay. Also ja. Das war angeblich die Botschaft, die die Spartaner vom Kriegsschauplatz geschickt haben am Marmara-Meer. Aha. Bei der Schlacht von Salamis. Also alle neuen Buchstaben müsste man das jetzt so aneinander reihen. Funktioniert eben mit genau diesem Durchmesser. Aha. Wenn man Aha. jetzt einen dünneren oder dickeren Stab nimmt, kann man es nicht entschlüsseln. Aha. Es ist allerdings nicht wirklich schwer verschlüsselt. Man muss ja einfach nur ganz viel Holz haben und ausprobieren. Es ist auch so, es ist umstritten, ob es sich um ein Verschlüsselungsgerät handelt. Es könnte sein, dass es einfach nur dazu da war, einer wichtigen Botschaft besonderen Ausdruck zu verleihen. Ah. Die Ephoren von Sparta, die Statthalter, die haben eben solche Brollbriefe verschickt. Aber in jedem guten Kryptologiebuch muss die Skytale auch dabei sein. Aha. Und sie wird auch in unserer neuen Ausstellung dabei sein, ja, weil es eine schöne Geschichte ist. Aha. Und was für ein Jahr war das jetzt ungefähr? 500 vor Christus. Es wird eben in Texten beschrieben, die eher um 400 oder 300 vor Christus sind, und die haben eben schon über die Zeit geschrieben, die schon lange vorbei war. Diese Geschichte zum Beispiel stammt von einem Griechen, Aeneas Tacticus, okay, 300 vor Christus ungefähr. Mhm. Er hat ein Buch geschrieben über die Belagerung von Städten, und darin beschreibt er eine Scheibe, die gelocht wird und mit einer Schnur verwendet wird. Und wenn man jetzt also nicht weiß, was das bedeutet, könnte man denken, das ist eine hübsche Gürtelschnalle, die hat man vielleicht am Umhang oder eben um den Bauch herum. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es eine Scheibe, um Briefe zu verschicken. Und zwar, jedes Loch bedeutet ein Buchstabe des Alphabets. Ach ja. Das ist jetzt ein lateinisches Alphabet, aber das ist ein Nachbau, den ich mal auf einer Konferenz gefunden habe. Und also man verschlüsselt jetzt so, im Endeffekt weiß man, wo das A ist, dadurch, dass man hier so eine Stelle auf der Scheibe hat, wo der Punkt ist. Mhm. Und dann geht es hier im Kreis herum, und wenn man jetzt ein Wort schicken will, muss man eben mit der Schnur das Wort fädeln. Und dann verschickt man diese Schnalle, und der es bekommt, muss rückwärts das Wort zusammensetzen. Rückwärts? Ja, weil er fängt ja an, beim Ausfädeln ist er ja hinten am Wort. Ach, er fädelt von hinten aus und dann... Genau, weil du fängst ja von vorne an. Der das bekommt, muss von rückwärts das Wort entfädeln. Und man kann auch mehrfach durch ein Loch fädeln? Ja, 2, 3, 4 Mal geht, und dann wird es eng. Aber ob es verwendet wurde, steht in dem Buch nicht drin. Da steht nur dabei, dass das seine Idee ist. Eigentlich müssten wir jetzt mit der Cäsar-Chiffre weitermachen. Mit der was? Cäsar-Chiffre. Die Verschiebung nach Cäsar. Wir stellen uns vor, wir haben ein Alphabet auf einen Strang geschrieben, auf einen Streifen von Papier, Papyrus oder Holz, und haben darunter noch einen Streifen. Mhm. Und den verschieben wir jetzt um 3 Stellen zum Beispiel. Mhm. Auf dem unteren Buchstaben landet ein A jetzt auf einem D, und ein B landet dann auf einem E und so weiter. Das wäre die Cäsar-Verschiebung. Wir ersetzen den einen Buchstaben durch den anderen in einer ganz regelmäßigen Form. Und das hat auch sehr lange sehr gut funktioniert. Erstens, weil man erstmal auf diese Idee kommen muss, dass sowas gibt. Und zweitens, die Entzifferungen, wie die häufiger sind, gab es noch nicht. So war das ziemlich lang die Königin der Verschlüsselung. Bis im 8. Jahrhundert nach Christus in der arabischen Welt die Häufigkeitsanalyse erfunden wurde. Oder zumindest entstand sie dort und wurde dort auch in den ersten Büchern, die es dazu gibt, auch aufgeschrieben. Also Häufigkeitsanalyse bedeutet, ich schreibe mir für einen Text, der verschlüsselt ist, die Häufigkeiten aller Buchstaben auf. Dann erhalte ich so ein ganz bestimmtes Diagramm, wie die Häufigkeiten verteilt sind der Buchstaben. Dann kannst du ziemlich leicht den häufigsten Buchstaben im Deutschen
dem häufigsten Buchstaben im Geheimtext zu ordnen. Also das E ist im Deutschen das häufigste. Das wäre dann eben dann dieser häufigste Geheimtextbuchstabe. Ja. Also diese einfache Form der Substitution heißt das, ne? Mhm. Die ist dann irgendwann durch die Häufigkeitsanalyse etwas unsicher geworden. Genau. Und das Spannende daran ist auch, dass du an diesem Gebirge von Häufigkeiten, das ist eben relativ charakteristisch für jede Sprache, daran kannst du schon erkennen, dass der Text wahrscheinlich auf Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch geschrieben wurde, bevor du überhaupt... Bevor du überhaupt irgendwie was verstanden hast, genau. Weißt du schon, das war ein Franzose. Zum Beispiel. Mhm. Dann ist eine Erfindung passiert im 15. Jahrhundert. Der erste, der es beschrieben hat, war Leon Battista Alberti. Mhm. Der hat diese Alphabete im Kreis angeordnet. Und dann kann man zum Beispiel sagen, ich verschlüssel das erste Wort... Da ist das A das G und im zweiten Wort ist das A das U und im dritten Wort das A das L. Und so lässt sich die Häufigkeitsanalyse nicht mehr so leicht anwenden. Also statt quasi stumpf jeden Buchstaben durch einen anderen zu ersetzen, kann man zum Beispiel sagen, im ersten Wort mache ich eine Verschiebung um 7 im Alphabet, im zweiten um 8 und genau. So weiter. Und dann ist das zweite Geheimnis, das Geheimnis an sich ist eine Tabelle der Verschiebungen. Genau. Wenn jetzt ein Schlüsselwort... zum Beispiel, dass wir uns ausdenken, das Geheimnis ist, dann merken wir uns zum Beispiel beide das Schlüsselwort. Wir sagen, also nächste Woche ist unser Schlüsselwort zum Beispiel Blaukraut. Da bräuchten wir eine Tabelle. Ich glaube, die ist hier drüben. Wenn ich jetzt ein Wort verschlüsseln will, zum Beispiel Hallo, dann gehe ich also in der ersten, ich gehe also jetzt mal in die Zeile H, weil ich will H verschlüsseln. Und jetzt weiß ich Blaukraut. Das heißt, das erste Buchstabe muss mit B, ist B wie Blaukraut. So das heißt, wir das. Treffen uns beim F. Das heißt, ich verschlüssel jetzt das F mit das H mit einem F. Ah. Und jetzt nehme ich aber jetzt beim nächsten Mal jetzt Hallo. Ich will Hallo muss sagen. L nehmen. Jetzt muss man L nehmen. Das ist ein Z. Mhm. Und jetzt haben wir was? H, Z. Hall, jetzt kommt Hall. Ist also L und ich bin bei Blaukraut A. Also wieder ein Z und so weiter. Aha, sehr viele Zs. Das trifft sich gut, weil die Zuse Z3 und Z4 um die Ecke stehen. Naja gut, das hat jetzt damit nichts zu tun. Aber es würde auf jeden Fall die Häufigkeitsanalyse sehr klar erschweren. Vor allem, weil so kurze Nachrichten sind natürlich ganz gut verschlüsselt. Und wie nennt sich das jetzt, diese Verschiebung? Mit dem Schlüssel? Mhm. Also das, was ich jetzt gezeigt habe, wäre eine Vigenère-Chiffre. Wie bitte? Eine Vigenère-Chiffre. Eine Vigenère-Chiffre. Ja, Blaise de Vigenère. Das sei ein Franzose gewesen. Die Idee von Alberti benutzt, hat das Triptemius-Quadrat benutzt, das ich leider hier jetzt nicht präsentieren kann. Okay. Aber im Endeffekt ist es ein Koordinatensystem auf zwei Alphabeten. Und die Idee von Bellaso, ein Schlüssel zu Wort zu verwenden. Und das hat er zusammengesetzt zu einer Chiffre indechiffrable, der Visionärchiffre. Die hat sehr lang gut funktioniert, weil wie man sieht, man verwürfelt ganz schön viel. Und wenn man jetzt nicht das Schlüsselwort kennt, ist es relativ sicher. Wurde aber auch gebrochen, 300 Jahre später. Charles Babbage hat das gebrochen. Hat das nie veröffentlicht, hat das aber geschafft. Das hat man in seinem Nachlass gesichtet. Und Kaczynski hat das auch ein Stück weit. Und der ist auch veröffentlicht. Hat das Charles Babbage mit Hilfe von Maschinen gebrochen? Nee, oder? Einfach durch reines Überlegen. Er konnte die Länge des Schlüsselworts abschätzen. Und wenn man weiß, wie lang das Schlüsselwort war, weiß man auch, dass es eben so und so viele Geheimtextalphabete waren. Und wenn man sie erstmal auseinandergetrennt hat, dann kann man jedes einzelne mit der Häufigkeitsanalyse. Und dann kommt man schneller ans Ziel wieder. Genau. Okay. Das ist eine der beliebtesten Maschinen, die wir haben, weil sie so hübsch aussieht. Das ist die sogenannte Krüha-Chiffriermaschine. Die verschlüsselt auch nicht besonders sicher. Also wir sind jetzt schon übrigens im 20. Jahrhundert gelandet. Die Verschlüsselung selbst ist leider nicht sicher genug. Mhm. Er hat es sehr gut vermarktet und die Maschine wurde auch verwendet und war auch beliebt. Aber dadurch, dass er sie so groß vermarktet hat, gibt es sehr viel Werbung aus diesen Jahren. Ja? Also er hat auch versucht, dass die Zeppelinflüge mit dieser Maschine dann, also dass die Abwicklung der Passagiere der Zeppeline damit verschlüsselt werden. Ja, warum? War das geheim, oder? Naja, Passagierdaten waren schon vor 100 Jahren geheim zu halten. Friedman hat versucht, sie zu entschlüsseln. Ah, Friedman. Und er hat mit seinem Team, glaube ich, 2 Stunden und 40 Minuten gebraucht, um den Text zu entziffern, noch bevor es Computer gab dazu. Mhm. Und es war einfach, das hat natürlich die Firma ruiniert. Du hast ja gesagt, es gibt zwei Prinzipien der Chiffrierung. Das eine war Substitution, wo man Buchstaben austauscht. Mhm. Und das andere war Transposition, genau. Wo man Buchstaben hin und her schiebt. Das ist das, was wir bei der Skrytale gesehen haben. Da haben wir noch eine Demonstration hier. Man müsste sich vorstellen,
Ich gebe dir jetzt so einen Text, also so ein Feld mit 6x6 Buchstaben drauf. Mhm. Und das ist mein Geheimtext an dich. Das ist meine chiffrierte Botschaft. So könnte dann der Text aussehen. Also ich würde dir diese geheime Nachricht schicken. Mhm. Und das ist natürlich alles irgendwie total durcheinander gewürfelt. Genau. Und das macht dann erst Sinn, wenn man diese Schablone, die das Geheimnis ist, drauflegt. Und was steht da drauf? Geheimsch. Dann gehen wir auf die zweite Position. Schrift. Gab. Ja, Geheimschriften gab. Gab es schon in der Antike. Das ist tatsächlich auch eine sehr nette Art der Verschlüsselung, finde ich. Kann man auch in der Schule machen. Ja, warum nicht? Also nur damit wir wissen, hier ist so die Dreh. Also wir haben sozusagen, wir betrachten immer 9 Felder für sich. Und was wir jetzt machen ist, wir markieren uns in jedem Feld. Wir schreiben jetzt diese Richtung rein und drehen dabei aber das jedes Mal. Wir drehen das. Wir tun jetzt immer Zahlen reinschreiben und drehen das jedes Mal. So, und wenn ich jetzt eine Schablone herstellen will, muss ich aufpassen, dass ich nur eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 und eine 6 und so weiter auswähle. Ach ja. Also zum Beispiel beim ersten Mal, ich schneide diese 1, dann darf ich aber die nicht mehr ausschneiden, weil sonst würde es ja jedes Mal die 1 darauf abgebildet werden. Okay, und dann nehme ich mir noch diese 6. Das heißt, ab jetzt darf ich 1 und 6 nicht mehr auswählen. Und dann nehme ich hier vielleicht noch eine 3 und so weiter, ja? Also jede Zahl einmal. Genau, hier noch eine 8. Das haben wir noch nicht. Eine 5 haben wir noch nicht. Ich glaube, wir hatten noch keine 9. Mhm. Sehen wir ja, alle 9 sind noch da. Okay, haben wir schon eine 2? Nee, 2 haben wir auch noch nicht. Okay. Okay, dann nehmen wir noch eine 7 dazu. Zum Beispiel hier. So, und dann haben wir eine Schablone. Jetzt haben wir die Schablone und die funktioniert jetzt genauso wie unsere an der Wand. Wenn du jetzt eben mehr eine Botschaft verschicken willst, die länger ist als 36 Buchstaben, dann musst du halt ein größeres Quadrat nehmen. Ah, okay. Aber so passiert es eben nie, dass du eben einen Buchstaben doppelt verwendest. Weißt du, wie viele verschiedene möglichen Schablonen es dann gibt hier ungefähr? Das kann man wahrscheinlich ganz einfach mit Stochastik ausrechnen. Ja. Ja, sehr schön. Das wäre Transposition. Das ist Transposition. Eine schöne Idee. Genau. Jetzt kann ich dir noch was anderes zeigen. Und zwar, wir kommen jetzt schon ziemlich nah an den Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg hat vor allen Dingen noch mit Codebüchern verschlüsselt. Hier kommt ein Codebuch aus dem Ersten Weltkrieg? Nein, ist es nicht. Es ist einfach nur eine Idee, wie sowas ausgesehen hat. Und zwar, also das ist jetzt ein öffentliches Codebuch. Wenn man nämlich Zeichen versendet, dann kosten die total viel Geld. Also wenn ich jetzt H-O-A-B-E versende, sind das nur 5 Zeichen, bedeutet aber sendet Anmeldung. Diese Codebücher waren öffentlich und da ging es eben darum, dass man dann nur für 5 Zeichen Geld zahlen muss und nicht für den ganzen Preis. Ach ja, ja, okay. Aber im Krieg wurden natürlich geheime Codebücher gemacht und die waren dann streng geheim und da wurde dann verschlüsselt und das, wenn du das Codebuch nicht in die Finger bekommen hast, hattest du ziemlich wenig Chancen, das rauszufinden, was es bedeutet. Okay, das war dann einfach eine Substitution oder ne? Im Endeffekt ist es halt ein Code, substituiert zwar eine Zeichenfolge für eine längere Zeichenfolge, aber es ist nicht eine Substitution von Buchstaben, sondern eben es bedeutet dann gleich einen ganzen Satz. Der Erste Weltkrieg hat noch mit per Hand verschlüsselt, obwohl es schon Maschinen gab, wie zum Beispiel Ideen dieser Krüha. Es gab auch schon erste Enigmas, also erste Ideen dazu. Mhm. Aber man hat noch auf diese bewährten von Handmethoden gesetzt und jeder hat versucht, so viel wie möglich die anderen Staaten natürlich zu bespitzeln und die Codebücher der anderen zu stehlen. Mhm. Der Krieg hat natürlich dann dieses Drängen nach neuer Technik, nach sichererer Technik vorangetrieben. Und dann sind die ganzen Chiffriermaschinen entstanden. Aber bevor ich dir erzähle, zeige ich dir noch eine Methode von Hand. Also wir haben zum Beispiel jetzt hier ein Gerät, das heißt M94 und wurde noch im Zweiten Weltkrieg von der USA verwendet nach einer Idee von Jefferson. Man kennt ihn eigentlich eher als Präsident der Vereinigten Staaten, aber er hat eben auch so diese Chiffrierscheiben
im Endeffekt auch entwickelt. Okay. Und er hat eben die Idee gehabt, dass man die Alphabete in unterschiedlicher Reihenfolge auf Scheiben schreibt und die Scheiben haben alle eine bestimmte Nummer. Also das ist die Scheibe 20, Scheibe 5. Okay. Und hier besteht der Schlüssel jetzt darin, dass wir ausmachen, in welcher Reihenfolge wir diese Alphabetscheiben auf unseren Start zählen. Ah. Der Tagesschlüssel ist also das Wissen, dass Montag die Reihenfolge gilt, die mit einem Schlüsselwort festgelegt wird. Und das Schlüsselwort hilft uns, um die Reihenfolge festzulegen. Wir können jetzt wieder Blauchwort verwenden. Jetzt nummerieren wir unsere Schlüsselbuchstaben nach dem Alphabet. Und zwar das erste A bekommt die 1 und das zweite die 2. Mhm. Jetzt kommt ein B. Dann das K, oder? M, L, 5, R, 6, 7, 8, 9. Wenn wir jetzt 10 Scheiben hätten, müssten wir das Blaukraut einfach hier nochmal hinschreiben, so lange wie wir brauchen. Also wenn wir jetzt 15 Scheiben haben, musst du halt 15, musst du den Schlüssel immer wieder hinschreiben. Okay, ja? Und dann haben wir eine Zahlenfolge dadurch. Genau, an die erste Stelle kommt die Scheibe 3, an die zweite Stelle die Scheibe 5, an die dritte die 1. Und wenn wir morgen ein neues Wort ausmachen, zum Beispiel Eule, ja, das ist halt für unsere neuen Scheiben zu wenig, dann würdest du es so hinschreiben und dann wäre es halt durch das E, natürlich wäre das erste wäre eine 1 und so weiter, 2, 3, 4, 5, so würde sich das dann, der nächste Tagesschlüssel würde dann so aussehen. Ich chiffriere, indem ich einfach mein Wort an irgendeiner willkürlichen Stelle bilde. Also was will ich dir schicken? Ich will mein, ich weiß es nicht, okay. Ich schreibe jetzt irgendeinen Schmarrn. Schmarrn. Mein Keller ist nass. Okay, und wie übermittle ich es jetzt? Jetzt musst du das festdrehen, dass es sich nicht mehr verschiebt. Mhm. Und jetzt übermittle ich an irgendeiner anderen Stelle den Kauderwelsch, der sich hier auch zufällig gebildet hat. Zum Beispiel NXVMPUBSCFP. An irgendeiner Stelle. Und der es dechiffriert, gibt dieses Kauderwelsch dann bei sich ein, weil er hat ja die richtige Reihenfolge der Scheiben. Er gibt das ein irgendwo, genau. Und dann sucht er nach irgendwas Sinnvollem. Dann muss er einfach so lang drehen, bis er irgendwas findet, was sinnvoll ist. Ach so, okay. Alles klar. Und das hat funktioniert, auch im Zweiten Weltkrieg noch. Für 3-4 Stunden war das sicher für so strategische Nachrichten, die vielleicht ganz kurz sicher sein müssen. Und dann kommen wir jetzt schon zu einem Lieblingsobjekt, der Hollywood-Filme. Das kennt wirklich jeder. Mhm. Die Enigma. Wir haben hier eine Tastatur wie von der Schreibmaschine. Genau. Schon Quert-Tastatur. Und ein Glühlämpchen fällt. Okay. Genau. Und die Nachricht gebe ich über die Tastatur ein. Genau, du würdest jetzt einen Buchstaben drücken. Dazu brauchst du aber entweder, musst du mit der anderen Hand gleich mit notieren oder du brauchst jemand Zweites, der guckt, was passiert. Wenn du drückst, leuchtet der verschlüsselte Buchstabe auf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein S drücke, dann wird es beim ersten Mal mit einem E verschlüsselt. Wenn ich es jetzt nochmal drücke, haben sich die Rotoren verändert und dadurch wird mein S nicht mehr mit einem E verschlüsselt, das heißt, sondern mit einem G. Also hier stecken auch viele Geheimtextalphabete dahinter. Aber das heißt auch, die Maschine hat einen Zustand, der sich ändert mit jedem Tastendruck. Genau. Du hast verschiedene Walzen, die du einsetzen kannst. Du hast verschiedene Walzen. Positionen für die Walzen. Mhm. Man sieht hier so ein bisschen die Kabel, die da so rein und rausgehen. Mhm. Also wenn du hier Strom reingibst, dann kann es gut sein, dass der jetzt im Inneren da hinten, da oben wieder rauskommt. Und dann kann es sein, wenn der Strom hier reinkommt, das ist hier so eine Feder. Wenn der hier reinkommt, dann muss es nicht unbedingt hier rauskommen, sondern kann in irgendeinem dieser Kontakte, bei irgendeinem dieser Kontakte rauskommen. Genau, und jede Walze ist beschriftet mit verschiedenen römischen Ziffern. Also es gibt bei den Heereswalzen gab es zuerst 1 bis 3 Walzen, dann gab es 1 bis 5 Walzen. Mhm. Und bei den Marinen-Enigmas gab es dann im Endeffekt bis zu 8 Walzen. Mhm. Und jede Walze war in sich unterschiedlich verdraht, also jeder Typ Walze. Und das war dann ein Schlüssel, war dann die Anordnung der Walzen in der Enigma. Es ist ein Teil des Schlüssels. Genau. Und dann hattest du die Steckerbrettverbindungen hier vorne, da hast du nochmal Buchstaben ausgetauscht. Also du wirbelst ein T mit einem A und dann wird ein A zu T, T zu A. Und im Endeffekt ist das eine zusätzliche monoalphabetische, also mit einem Alphabet. Das ist ja Substitution. Das ist eine Substitution. Das ist noch eine Cäsar-Sache hier sozusagen. Eine Cäsar-Sache. Das I ist jetzt irgendwie mit diesem Kabel verbunden mit dem, was weiß ich, E zum Beispiel. Und jedes Mal, wenn ich ein I drücke, wird eigentlich ein E gedrückt. Mhm. Oder andersrum. Mhm. Das war der zweite Teil des Schlüssels. Ja, genau. Gibt es noch einen dritten Teil? Und dann hatten wir die Ringstellung. Die Ringstellung. An welcher Stelle die Walze die nächste mitnimmt. Also du kannst es hier sozusagen drücken.
hier und dann kannst du das verschieben. Und dadurch kann ich den Übertrag definieren, an welcher Stelle der Übertrag stattfindet. Genau, ja. Und das ist der dritte Teil des Schlüssels. Ja. Und dann hast du noch eben immer bei jeder Nachricht, musst du ja irgendwie anfangen. Also welcher Buchstabe guckt pro Walze nach oben, wenn du startest? Da haben wir oben das D, das U, das F und das D zum Beispiel. Genau. Und das kann ich auch noch einstellen. Ja, genau. Das ist also vier Teile vom Schlüssel. Genau, wobei drei Teile eben den Tagesschlüssel bedeuten und der vierte dann ist eben das nachrichtenspezifisch. Die Tagesschlüssel werden monatsweise im Vorfeld verteilt. Ist streng geheim natürlich. Oft auf so ein Papier, das sich ganz leicht auflösen lässt, dass man es schnell über Bord werfen kann, beispielsweise im Feindesübergriff. Und die Funk, also der Schlüssel, der sozusagen bei jedem Funkspruch neu gemacht wird, welche Buchstaben nach oben gucken oder welche Ziffern, der wird übermittelt im Kopf des Spruchs. Im Kopf des Spruchs wird das übermittelt. Im Kopf des Spruchs, genau. Ja, und dann schauen wir uns jetzt noch an einem Modell mal ganz kurz an, wie das so funktioniert hat. Also ich habe zwei Sachen dabei. Das eine ist eine kleine Enigma aus Paris. Ich habe sie letztes Jahr, ich glaube, als eines der letzten Stücke erworben. Okay. Und in der kann man ganz viele verschiedene Enigma-Varianten einstellen. Also wir können jetzt uns aussuchen, welche Enigma wir benutzen. Ich habe einen Spruch dabei, einen verschlüsselten, den wir jetzt zum Beispiel entziffern könnten. Das war eine Enigma M4, also eine marine Enigma mit vier Walzen. Und der Spruch heißt? Der Spruch heißt VX, OY, X und so weiter. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie der Originaltext lautet hier. Also ich meine, das Interessante ist natürlich hier, der Funkspruch wurde bereits entziffert für uns und wir wissen genau, was wir einstellen müssen. Wenn man die jetzt anschaltet, kann man sagen, welcher Typ. Also M4 ist richtig. Okay, kann man also so lassen. Umkehrwalze heißt UKW. Also das Besondere an der Enigma ist der sogenannte Reflektor, über den haben wir noch nicht gesprochen. Also wenn wir uns vorstellen, wir haben eine Enigma mit drei Walzen. Hier muss man sich vorstellen, hat man die Tastatur, ja, A, B, C und so weiter. Und man hat Verkabelungen durch die Walzen. Wenn man jetzt durch diese Kabel sieht man, geht man irgendwie so durch. Und jede Walze verwürfelt den Stromlauf von Eingang- und Ausgangskontakt. Und dann gibt es hier diesen sogenannten Reflektor oder Umkehrwalze. Der dreht den Stromlauf oben in eine andere Ecke und leitet den Strom zurück durch die drei Walzen. Ah, wenn ich G drücke, geht der Strom hier rein, fließt hier rüber und so weiter. Dann wird es irgendwo durch den Reflektor umgekehrt, fließt wieder zurück und kommt dann zum Beispiel beim I raus oder so. Genau. Das ist ganz geschickt, weil man ja so immer, wenn ich G verschlüssele und D rausbekomme, ist es so, wenn ich D verschlüssele, kriege ich G raus. Das ist praktisch zum Ver- und Entschlüsseln. Man muss keine Einstellung ändern. Aber es reduziert den Schlüsselraum um ein Vielfaches. Und deswegen war das eigentlich kryptologisch gesehen nicht so sicher. Und jetzt also haben wir verschiedene Umkehrwalzen. Gibt es natürlich auch in verschiedenen Möglichkeiten, so wie es die normalen Walzen in verschiedenen Verkabelungen gibt. Gut. Okay, und jetzt wir haben müssen eine den Reflektor C einstellen. Genau, es gäbe hier auch zum Beispiel nur zum Zeigen, es gäbe auch B oder A oder D. Wir nehmen C. Gut, dann gehen wir weiter. Walzen. Welche Walzen? Hier haben wir die Walze 5, 6 und 8. Das Beta bedeutet Creek hier B, das ist eine spezielle Walze, die es in der Enigma M4 gab. Ringstellungen? Jetzt, ja. Das ist A, A, E, L. Richtig, genau, das war der Übertrag, die Ringstellung. Das ist auch schon richtig. STK bedeutet Steckerbrett. Da wird also jedes einzelne gesteckerte Stück gemacht. Also schauen wir mal, ob es stimmt. A, E, stimmt. Dann haben wir B, F, stimmt auch. CM, DQ, DQ, HU, HU, JN, JN, LX, LX, PR, PR, SZ, SZ und V und W. Und V und W. Passt alles. Das sind quasi diese Kabel, die wir hier sehen an der Enigma. Und da sehen wir dann immer quasi von einem Buchstaben zu einem anderen so ein Kabel. Und da haben wir jetzt hier im Prinzip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kabel. Als Anfangsposition der Walzen, das müssen wir noch machen. Ach stimmt, die Anfangsposition fehlt noch. Ist es das hier? Ja. Und das müssen wir jetzt einstellen. Also machen wir P.
dann F, Y und B. Mhm. Die erste Walze ist also, zeigt ein P nach oben, mhm, dann ein F, ein Y und ein B, so wie es hier steht. P, F, Y, B. Mhm. Alles wurde so eingestellt. Also müsste jetzt hier ein vernünftiger Text rauskommen, wenn wir entziffern. Das sieht jetzt mal vielversprechend aus. Ja, der erste Buchstabe. Es soll ein H sein hier. Also aus einem V wird ein H. Ein X. Aus einem X wird ein... Es bleibt nur so lange ein A, bis ich loslasse. Ja? Das heißt, das war auch auf der Enigma so. Dann ein E. Und deswegen braucht man auch eigentlich zwei Leute, dass einer mitschreibt, das ist einfacher. Y, das ist ein N. Was haben wir? Heng? Nee. Ich bin gerade hier. Ich meine, du musst davon ausgehen, dass es auch Rechtschreibfehler gab. Weißt du, Vertippfehler. Also nehmen wir mal an, das wäre ein G, dann würde es heißen Henge, Mick, Angel. Ich nehme jetzt mal an, das hätte eigentlich das sein sollen. Hänge mich an Geleit. Und so weiter. Also das wäre jetzt dann Allgeleitzug oder sowas. Das heißt hier das Original. Da sieht man dann auch eben, dass da wirklich ein Fehler passiert ist. Ah. Hänge, Mick, Mickt, ja. Ah. An Geleit, U, mhm. V, Dr, 7, 0, 1, an, x, x, u, 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 2, 3 und so weiter. 8, Kaiser, Okay, das war jetzt ein Originalfunkspruch von einem U-Boot oder so. Genau, und hier ist die Interpretation dann, hänge mich an Geleit von U-Boot so und so an. Und ich bin selber das U-Boot so und so und habe irgendwie diesen Spitznamen Kaiser. Also wir können uns jetzt noch diese Vitrinen angucken. Einmal haben wir eine Hagelin-Vitrine von Boris Hagelin. War der größte Kryptohersteller des 20. Jahrhunderts? Boris Cäsar Wilhelm Hagelin. Dann haben wir hier den Lorenz-Schlüsselzusatz von der Firma Lorenz und den Siemens-Geheimschreiber. Das sind alles Maschinen, die in dieser maschinellen Verschlüsselungszeit gerade um den Zweiten Weltkrieg herum total berühmt waren. Das ist eben eine Maschine nach der Hagelin-Technik. Das ist die sogenannte M209. Sieht ja auch mechanisch durchaus anspruchsvoll aus. Und was an der eben spannend ist, sie hat einen Drucker integriert. Bei der Enigma ist es so, du musst daneben sitzen und mitschreiben. Bei dieser Maschine, wenn du chiffrierst, druckt sie dir das Chiffrat aus und wenn du dechiffrierst, druckt sie dir den Original, den Klartext aus. Und wenn man jetzt eben verschlüsselt, dann würde man hier den Buchstaben einstellen, den man verschlüsseln möchte. Ach, hier gebe ich den Buchstaben. Also der würde dann... hier an dieser Markierung ist. Genau, und dann würde man hier, um einmal zu verschlüsseln, würde man einmal hier ganz rumdrehen. Bei jedem Buchstaben muss also der Korb einmal komplett gedreht werden. Dann erhalte ich hier meinen verschlüsselten Buchstaben gedruckt. Und am Ende kann ich dann die Nachricht irgendwie übertragen. Genau. Wenn ich jetzt dechiffriere, würde ich diesen Knopf einmal umbauen und dann würde ich dechiffrieren. Ah, D für dechiffrieren. Genau. Also jetzt können wir über den Lorenz reden. Der Lorenz ist ein Gerät, das von den Deutschen verwendet wurde, ähnlich wie die Enigma im Zweiten Weltkrieg, nur dass es eben eher von der Kommandoebene, von höheren Ebenen verwendet wurde. Also den Lorenz zu entziffern, war eigentlich viel brisanter als die Enigma zu entziffern. Was man da wissen sollte, ist, das ist ein Gerät, das Fernschreibecode verschlüsselt. Das heißt, du hast einen Fernschreiber, mit dem tippst du die Nachricht. Die wird dann, jeder Buchstabe wird in einen fünfstelligen Code umgewandelt. Und dieses Gerät erzeugt für jeden einzelnen Buchstaben einen fünfstelligen pseudo-zufälligen Schlüssel, verrechnet diesen fünfstelligen Buchstabencode mit, also dem Schlüssel, heraus kommt ein verschlüsseltes fünfstelliges Signal. Das wird dann in die Telegrafenleitung gespeist oder zu einem Lochstreifendrucker gebracht oder eben, ja genau, also dann entweder offline oder online weitergegeben. Wurde auch im Bletchley Park entschlüsselt. Und zur Entzifferung wurde der sogenannte Colossus-Computer gebaut, der erste große Röhrenrechner, den es gibt. Und für die Enigma hat man ja die Turing-Bomben verwendet. Ne? Aber bei beiden, habe ich gehört, war Alan Turing irgendwie beteiligt. Er war beteiligt, ja. Hauptsächlich war bei dieser Geschichte hier Bill Tutte beteiligt. Er hat die sogenannte statistische Methode entwickelt, denn den Lorenz zu entziffern war vor allen Dingen sehr viel Rechnerei, sehr viel Statistik. Und um die Auswertung zu machen,
brauchte man sehr viel Rechenleistung. Mhm. Und deswegen kam man dann auf die Idee, dass man dafür eben einen extra Computer baut. Mhm. Also der Colossus war jetzt kein Turing-mächtiger Computer, mhm. der war nicht universell programmierbar. Mhm. Er war genau für diese statistischen Auswertungen programmiert, über Kabeln und Stecker. Jetzt hier sehen wir mal diese Lorenz-Maschine, auch wieder mit so, ähnlich wie bei der Enigma, mit solchen Walzen. Und der Punkt war... Das Gerät ist nur ein Teil des Lorenz-Schlüsselzusatzes. Der Lorenz-Schlüsselzusatz war eigentlich so eine ganze große Kiste. Mhm. Und das war so ein Einschub, den man hineingesteckt hat. Dieser Code wurde auch oftmals über Funk verschickt. Das klingt dann so ein bisschen lustig. Kann man ja heute noch hören. Gibt ja so Leute, die Fernschreibecode immer noch versenden. Genau. Mhm. Und dieses Signal konnte man eben auch aus dem Äther empfangen. Und kannst du noch mal grob erklären, wie die dann geknackt wurde? Also das war dann auch wieder ein Bedienfehler eigentlich? Also das war der Bedienfehler, dass Nachrichten zweimal mit dem gleichen Schlüssel versendet wurden mhm. und das von den Alliierten rausgefunden wurde. Mhm. Das ist öfters passiert, aber einmal war es eben ganz brisant, dass es dann in Bletchley Park aufgefallen ist, dass man daraus ja tatsächlich die Nachricht rausholen kann. Das war John Tiltman. Und der hat dann ein paar Tage gebraucht, dann hat er die Nachricht entziffert. Mhm. In Depth hat man das genannt, wenn mhm. zweimal der gleiche Schlüssel verwendet mhm. wurde und die Nachricht, die geschickt wurde, war so eindeutig die ähnliche, weil da waren wohl Störgeräusche in der Atmosphäre, dann hieß es, schick doch nochmal. Und dann kam die gleiche Nachricht nochmal, sah fast so aus wie die erste. Mhm. Und dadurch war klar, aha, das mhm. ist der gleiche Schlüssel. Ja, dann haben wir noch eine letzte. Also der Siemens Geheimschreiber ist eine Maschine, die wie ein Fernschreiber funktioniert und den pseudo-zufälligen Schlüsselgenerator bereits in sich drin trägt. Sie kann schreiben und dann macht sie einen Schlüssel, mit dem sie dann sofort diese telegrafisch kodierten Buchstaben umsetzt. Und dann brauchst du eben als Gegenüber das gleiche Gerät dazu, sendest, empfängst. Da fehlt halt dann, also brauchst du halt dann keinen Zusatz extra. Hier brauchst du immer noch einen extra Fernschreiber, mhm. hier nicht mehr. Und das ist jetzt Siemens und Halske, genau. Und das war auch im Zweiten Weltkrieg im Einsatz. Genau, das war auch im Einsatz, vor allen Dingen bei der Luftfahrt, aber auch mhm. im diplomatischen Dienst. Und es wurde in Schweden entziffert. Die mhm. Geschichte ist nicht so viel bekannt. Das war der Schwede Arne Bäuerling und der war Professor für Mathematik. Und hat sich vorgestellt, wie das Gerät funktioniert, ohne es je gesehen zu haben. Und auf seinen Ideen wurden dann eben Geräte entwickelt, mit denen man das entziffern kann. Und Schweden hat wahnsinnig natürlich geheim gehalten, hat durch diese vielen Nachrichten, ich glaube mehrere Zehner bis 100.000 Nachrichten wurden da entziffert, mhm. allein in den ersten Kriegsjahren. Sodass Schweden wirklich alles Mögliche mitgelesen hat und dadurch auch wusste, dass es neutral gehalten werden soll durch seine Eisenerzvorkommen. Dadurch hatten sie halt diesen Vorteil, dass sie wussten, was mit ihnen selbst passiert. Ja. Mhm. Also das hier wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in Schweden hergestellt. Das ist die sogenannte Transvertex mhm. HC9. Mhm. Also was ich ganz schön finde, ist, wenn du hier hinten hingehst, ein Teil des Schlüssels besteht aus dieser Lochkarte. Ein anderer Teil des Schlüssels ist in den Kombinationen, die hier vorne aufgezeichnet sind. Mhm. Mhm. Da gab es auch verschiedene Rollen. Dann gibt es noch Walzen, die du einstellst. Und das Ganze ist aber so klein und leicht wie eine Brotzeitdose. Und mhm. also diese M209, die ich vorhin gezeigt habe, die ist mhm. deutlich schwerer ja. als das. Das liest sich viel besser in so eine Tasche. Ja, ja. Genau, und dann haben wir noch ein bisschen Equipment von Klaus-Peter Timmern. Dessen Familie hat uns seine Sammlung gestiftet vor 3 Jahren. Und da mhm. haben wir jetzt eben ein bisschen Equipment auch aus der Kalten Kriegszeit. Mhm. Das ist zum Beispiel der erste Chiffriertaschenrechner, den es gab. Also muss ich halt vorstellen, dass die Erfindung des Computerchips dann auch die ganze Kryptologie-Ära, also die ganze Szene komplett mhm. umgewandelt hat, weil plötzlich musste man natürlich ganz andere mhm. Methoden finden, wie man verschlüsselt. Die ganze Kryptologie wurde plötzlich nicht mehr zu einer Wissenschaft, die nur fürs Militär oder manche Firmen und Diplomatie wichtig war, sondern das war plötzlich für jedermann wichtig, weil mhm. man so viele Daten plötzlich hin und her geschickt hat. Mhm. Und hat die ganze Sache revolutioniert und wurde dann auch eben zu so einer Universitätswissenschaft, die es davor nicht war. Ja, und das ist so ein Spionagegerät. Es passt eben in so ein Zigarettenetui. Da kannst du eben hier reintippen. Dann hältst du das Gerät an den Hörer aha. und es wird dann per Telefon übertragen. Ah, das ist schon komfortabel. Auf der anderen Seite hast du einen großen Koffer. Ach, einen Koffer. Und ja. empfängst es dann. Und der Koffer wandelt es dann wieder um. Und über das Gerät hier hinten gibt es auch noch eine nette Anekdote. Das hat mir seine Frau erzählt. Also
Es ging darum, ob das denn wirklich so stabil sei, wie er das in der Werbung gesagt hat. Also er hat halt auf Konferenzen oder auf Messen erzählt, das ist ein sehr stabiles Gerät, das Sie zum Verschlüsseln im Feld verwenden können. Und dann hat jemand wohl gefragt, ja, ist es denn wirklich so stabil? Und dann hat er es wohl genommen und hat es durch den ganzen Raum geschmissen und angeschaltet und es hat noch funktioniert. Ja, okay. Vielen Dank, Carola. Das war sehr interessant, also auch für mich, weil ich mich damit noch nicht so befasst habe. Und dann bis morgen. Alles klar.